Hallo. Der Mond ist voll, habe ich gerade gesehen, als ich aus dem Fenster geschaut habe. Ja. Da liegt hoffentlich nichts, was wir haben wollen. Ach, Bruder, nein, oder? Bitte nicht. Ich habe nur nicht Sting gesehen. Den Film. Falls ihr nicht wisst, was das ist, schaut euch den Trailer an. Dann wisst ihr, dass man danach keine Lust auf so eine Szene hat. Obwohl ich Spinnen nicht hasse. Ehrlich gesagt finde ich sie nützlich und versuche sie nicht zu töten, wenn ich sie sehe. Aber ich muss auch nicht zwingend. Ach ja. Oh. Augenblick. Oh. Ja, safe, ich wusste es. So, irgendwas ist aufgegangen. Ja, gut, jetzt haben wir den schon angelockt. Dann wollen wir nochmal gucken, ob hier irgendwas ist, was wir brauchen. Natürlich nicht. Ja, irgendeine Tür ist aufgegangen. Das macht mich natürlich super glücklich, dass wir jetzt dahin gehen können, wo dieses Krabbelviech vorhin war. Hallo? Achso. Kurz nachladen. Wir haben auch eine Weile lang keine größeren Mengen Munition mehr gefunden. Das ist schlecht, denn wir sind in Amerika und das, wovon die Leute hier am meisten haben, das ist Munition. Gut. Also, für den Fall, dass diese Spinne gleich ankommt. Findest du doof, dass er in diesem seichten Wasser nicht rennen kann? Aber das wird wohl eine persönliche Entscheidung von ihm sein. Eventuell ist er ja bedacht, nicht in Hundescheiße zu treten, weil man im Wasser nicht so gut sehen kann, wo man hintritt. Alles valide Gründe. Und ich habe eigentlich nur einen genannt. Ach, was? Ah nee, wir sind in der Company. Okay, das ist gut. Und auch schlecht. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht sofort zu konfrontieren mit der Spinne. So weit, so gut. Ich bin im Lagerhaus. Das Büro ist sicher oben. Ich hätte mir gewünscht, dass wir diesen Gegner sofort bekämpfen müssen. So wird es jetzt wahrscheinlich passieren, dass der Random uns irgendwann angreift. Ach. Getränk ist sehr gut. Molotow? Ja. Schwer zu erkennen aus der Ferne für mich. Also zumindest habe ich ein Problem damit, eindeutig zu erkennen, was wir da zum Werfen finden. Ob es brennbar ist oder nicht. Kaputte Trompete. Das ist schön. Ich habe mir die Dinger schon länger nicht im Menü angeguckt, weil die ersten paar, die wir gesehen haben, waren meiner Erinnerung zufolge ziemlich lame. Bis auf den Fakt, dass sie halt existierten und man Sammelobjekte dann halt hatte, haben sie nicht viel mehr gebracht. Und das ist ziemlich wenig, um dafür Zeit aufzuwenden, sich das anzugucken. Okay, hier kann man runtersteigen. Ah, warte mal. Wir haben keine Nahkampfwaffe. Jetzt aber schon. Und keine Ahnung, was jetzt. Ach, hier ist das Büro. Okay. Gut, dann gucken wir noch mal kurz. Maschinengewehr?
Hey, so eine wollte ich immer schon mal ausprobieren. Glaube ich dir, du bist Amerikaner. Du hast das als Geburtsrecht, sowas zu haben und zu nutzen. Safe schon als Säugling einmal in der Hand gehabt, aber kann sich nicht erinnern. Okay, wir brauchen irgendeinen Code. Der wahrscheinlich jetzt hier auf irgendeinem Zettel steht. Erkunde die Docks, um einen Weg in das Lagerhaus zu finden. Ja gut, das haben wir ja schon. Suche nach der Adresse. Achso, ja. Gut, die Adresse, die wird in dem Safe sein. Ja, gut. Wir brauchen Zahlen von 1 bis 12. Ach. Ich bin auch dumm. Unsere Schiffe wurde... Ach so, wir können das... Was? Stopp. Okay, offenbar kann man das nicht abspielen. Es gibt hier scheinbar eine verbuggte oder keine Audioaufzeichnung. Das macht auch nichts. Unsere Schiffe wurde am Dock überfallen. Mhm. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt, aber Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi getragen und dort von jenen ertränkt, die in den Tiefen leben. Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Links liegt Pein, rechts die Leere. Und willst du zurück, so musst du dich dem Hass stellen. Ich versuche gerade zu verstehen, ob da irgendwas mit links, rechts, ob das irgendwie was... zu tun hat. All, vor allem steht da all of his und das ist nicht eindeutig als ausschließlich groß geschrieben zu erkennen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Hinweis für das... für den Tresor ist. Aber wir müssen jetzt bestimmt auf irgendwelchen Kisten nachgucken oder so. Irgendwelche Nummern finden. Sicher gibt es nicht umsonst einen Grund, hier schnell runterzuspringen. Ja, so, also... kurz auf diesen Kisten was Besonderes drauf steht. Aber weil ich würde vermuten, dass wir eventuell Kisten zählen müssen. Halt nur bestimmte mit einer bestimmten Aufschrift. Aber da steht aktuell überall dasselbe. Können wir da eigentlich wieder runter? Ja, können wir. Wollen wir natürlich nicht. Okay. Ich weiß auch nicht... ob es einen Grund gibt, dass hier so viele brennbare Flaschen rumstehen. Ob wir irgendwas anzünden müssen. Ich will es eigentlich nicht ausprobieren, ehrlich gesagt, weil wenn ich keinen eindeutigen Grund habe, irgendwas anzuzünden. Das hier zum Beispiel, aber das ist ein Feuerlöscher, hoffentlich. Ah, das haben wir gar nicht gelesen am Anfang. Canby, warum habe ich von Gloria Allen erfahren müssen, dass du einen Auftrag im Irrenhaus bekommen hast?
Du hast besser nicht geplant, sie vor mir auszubezahlen. Ich will dich nicht einkassieren müssen, also besorg mir mein Geld. Solltest du Kohle kriegen, findest du mich noch die ganze Nacht im Maccabina. Obed Morton. Gut, er schuldet jemandem Geld. Dass er derjenige denkt, dass er das Geld noch am selben Tag erhält. In der nachfolgenden Nacht vielleicht, das ist etwas unrealistisch, aber gut. Ja. Ich gucke einfach nur, ob da irgendwelche Zahlen drin stehen. Pfleger. Okay. Ich habe nicht mehr in Erinnerung. Warte. Talisman, okay. Büros Tagebuch. Ich habe nicht mehr in Erinnerung. Ach, ich kann das nicht steuern gerade. Große Bibliothek. Ja, ja. Ja, ja. Alle von seinen Gegenständen wurden sichergestellt. Blut ist vergossen worden. Mehrere Männer wurden in den Mississippi. Alle Gegenstände sind geliefert und quittiert worden. Jetzt sollten die Papiere gut verwahrt werden. Ja gut, die Papiere, die sind sicherlich in dem Tresor. Möchte ich meinen, ne? Links liegt Pine, rechts die Niere. Kann man das jetzt abspielen? Nee. Wir gehen nochmal kurz zu dem Schloss. Ich würde gerne wissen, ob das ein Muster besitzt, das irgendeinem der Tagebucheinträge gleichkommt. Ja gut, da ist so ein Kreuz in der Mitte drauf, ne? Aber es entspricht nichts von... Nee, es entspricht nichts der hier gezeigten Dinge. Entspricht keinem der hier gezeigten Dinge. Sorry, wollte ich natürlich nicht ersulten. Grammatik. Heißt es Grammatik, wenn man es ausspricht? Na, ist auch egal. Ja, gut, das ist das aus der Bibliothek. Das finde ich schon, ehrlich gesagt, relativ schwer. Aufzuatmen, also schwer zu atmen. Ich versuche gleich einfach mal irgendwas abzufackeln mit irgendeinem dieser Dinger. So, nehmen wir uns das mal. Und jetzt fackeln wir mal das hier ab. Gut, das hat viel funktioniert, gut funktioniert. Komm, einen probiere ich noch. Ne, warte mal, wo war der hier? Irgendwo lag hier noch einer? Ah, hier. Nee, es bringt nichts.
Ach nein, ich habe was getrunken. Ich bin so dumm. Ich habe nichts mehr zu trinken übrig. Egal. So, ja, also. Ich will nur mal aus Interesse... Ich will einfach nur mal schauen, was passiert, wenn wir wieder runterklettern. Ja, nicht viel. Der Controller vibriert heftig, wenn man durch das Wasser geht. Man denkt immer, ein Feind ist hinter einem her. Aber ich denke mal, so ist es nicht. Ja, also das muss da oben irgendwo sein. Ich komme gerade auf das Rätsel nicht klar, weil ich finde das jetzt relativ schwer zu entziffern. Ich mag solche also, das heißt, es ist also Rätsel im Sinne von irgendwas suchen und finden. Grundsätzlich nicht schlimm, aber wenn man es zusammen mit einem, hier, mit einem Wortspiel oder mit einem Worträtsel verbindet, und das scheint das ja zu sein hier, dann kann das schon mal schwierig werden. Zumindest kann man da unten, also ich würde sagen, wir haben alles ausprobiert, was man machen kann. Weil viele Sachen berühren oder so, kann man da jetzt nicht unbedingt. Ist da irgendwas? Nee. Wir brauchen halt wahrscheinlich drei Zahlen. Aha. Nochmal. Geheime Notiz. Untersuchen. Our ship was raided while in dock. All of his things were recovered, but blood was shed. Schon vergessen, was auf Deutsch da stand. Several men were carried into the Mississippi River and drowned by the ones who live in the deep. All items have been signed and delivered. Now best keep the papers safe. What is left later is right. And hell is back again. Vor allem die Übersetzung, ich finde, die Übersetzung gibt überhaupt keinen Sinn für mich. Und willst du zurück, so musst du dich dem Hass stellen. Links liegt Pein, rechts die Leere. Ich frage mich halt echt, ob wir zurückgehen müssen durch die Kanalisation. Aber ich wüsste nicht warum. Was sollen wir da an Informationen finden? Raus können wir ja nicht. So, kann man hier jetzt raus? Ich gehe jetzt einmal runter und gehe nochmal. Ich gehe nochmal durch die Kanalisation zurück. Einfach nur, um zu schauen, ob sich irgendwas verändert hat oder ob, weiß ich nicht, ob sich was verändert hat. Naja, die Leichen liegen hier auf jeden Fall noch rum. Nee. Also es ist, ehrlich gesagt, es sieht nicht so aus, als ob wir hier unten irgendwas machen müssten. Es hat den Eindruck, als ob sich hier gar nichts verändert hat und als ob das auch nicht von Relevanz ist für das Rätsel. Der rennt übrigens automatisch weiter, wenn man durch das Wasser ausgebremst wurde. Das finde ich gut. Das wäre nämlich sonst nervig, wenn das nicht so gehen würde.
Hey, erstens um die Uhrzeit bin ich ein bisschen dumm, was Rätsel angeht. Das ist aber meine eigene Schuld und weder die vom Spiel noch von euch oder sonst irgendwem. Deswegen will ich das jetzt nicht so wirklich groß thematisieren. Aber es ist ja auch, findet ihr das einfach? Falls ihr das schon mal gespielt habt, findet ihr das einfach? Ich schieße jetzt einmal da drauf. Auch wenn das natürlich über Verschwendung ist. Ja, okay, das hat also nichts gebracht. Es ist nicht wirklich... Es ist nicht wirklich viel zu finden hier. Ja... Warum ist hier auch Blut dran? An diesem Brett. An den Brettern. Frage mich auch. Ich frage mich allgemein vieles. Ja, einen Weg in das Lagerhaus haben wir halt gefunden schon. Das hier haben wir ja schon durchgelesen. Ich schaue nur nach, ob ich hier wieder Zahlen irgendwie lese oder so. Oder irgendwas, was auf Zahlen schließen lässt. Es kann damit nichts zu tun haben. Nichts davon hat was zu tun mit dem Symbol, was wir da oben auf dem Safe haben. Außerdem haben wir alle vier... Oder? Ich weiß nicht, ob wir alle vier Sachen schon verwendet haben. Ich glaube, das unten rechts noch nicht, aber das entspricht nicht dem, was ich erwarte. Weil das sind erstens zwar entweder mindestens drei, aber eher vier Zahlen. Also es hat auch nichts vom Symbol her. Nichts mit dem Safe-Schloss zu tun. Okay, ich glaube nicht, dass uns das hier weiterbringt. Ja, der Talisman. Nicht wirklich. Das Tagebuch von dieser Perosi, das ist... Das haben wir ja eigentlich schon genutzt und... Also, das glaube ich nicht, dass das hier hilfreich ist. Lass mich nochmal kurz gucken, ob hier am Ende das, was da in der Mitte ist, das sieht aus wie so ein kleines Schreibschrift-R mit einem mit so einem Zeichen dran. Kleines Schreibschrift-R mit sowas. Haben wir das hier drin? Sehe ich nicht. Nee. Nee, das könnte für unten rechts, unten, also von der Mitte rechts unten, also die 8 könnte es sein. Aber auch sehr weit hergeholt, glaube ich nicht. Und da hätten wir auch erst eine Zahl. Das wird ja nicht nur eine Zahl sein. Schwierig. Falls ihr es schon rausgefunden habt, könnt ihr es natürlich gerne schon mal in die Kommentare schreiben, das hilft mir dann zwar nicht, weil bis dahin habe ich es wahrscheinlich schon gelöst. Aber
Ja. What is left later is white. And hell is back again. Ich finde das ein bisschen schwierig gerade. Ich habe gerade random, ich habe natürlich nicht alles versucht abzubrennen da unten, aber das ist ja auch sinnlos. Also ich finde es ein bisschen doof, überall Feuer drauf zu werfen, ohne zu wissen, ob einem das was bringt. Ja, selbst das wird mir nichts bringen. Ich drücke einfach ein bisschen darauf rum. Nee. Ich finde es ein bisschen schwierig. Zumindest für meine geistigen Kapazitäten. Ich denke mal, um das nicht... Also das könnt ihr mir wirklich gerne unten sagen. Also wenn niemand was sagt, wie was völlig in Ordnung ist, normalerweise auch schon, dann werde ich meine eigenen Gedanken dazu verfolgen und würde in diesem Fall... kurz nachschauen, was, wie das Rätsel funktioniert. Ich werde auch nicht alles mich spoilern, wenn es geht. Aber ich check das gerade gar nicht. Also es gibt mir keine Hinweise. What is left later is white oder was. Also da unten auf den Beschriftungen haben wir nichts gesehen. Es hat auch jetzt nicht wirklich viel Sinn ergeben, wie die Pakete stehen, finde ich. In the dark. Docs safe. Okay, das ist schon direkt das erste Ergebnis. Okay, da steht, man soll... Okay, hier steht direkt die Kombination. Das ist ja witzlos. Ich würde gerne wissen, woher die kommt. Turn the dial left, also links 4, rechts 5, links 4. Und steht davon irgendwas bei uns in den Notizen? Ich will das gerne verstehen. Ach, oder... Das macht keinen Sinn, weil Left, so wie Pine. Also Left hat 4 Buchstaben. White hat 5 Buchstaben. Das deutsche Wort Pine hat 4 Buchstaben. Das deutsche Wort Links hätte aber L-I-N-K-S 5 Buchstaben. Deswegen haben sie vielleicht... Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Oder? What is left heißt auf Deutsch... Links liegt Pein. Sie können es nicht auf links enden lassen, weil es ja 5 Buchstaben hätte. Wisst ihr, könnte man Sinn, das, was ich denke, nachvollziehen, dass einfach nur die Anzahl der Buchstaben die Lösung ist. Und das deutsche Wort für rechts, R-E-C-H-4-T-S. 6 Buchstaben, das wären keine 5. Das dritte verstehe ich allerdings nicht. And hell is back again. Hell hat auch wieder 4 Buchstaben. Und willst du zurück, so musst du dich dem Hass stellen. H-A-S-S, wieder 4 Buchstaben. Deswegen steht im Deutschen vielleicht da Hass und nicht Hölle, weil das mehr als 4 Buchstaben hätte. Aber das macht keinen Sinn. Ich will das einmal... das ist jetzt meine Theorie, wie das jetzt hergeleitet wird, aber ich guck's kurz nach hier. Ja. Left, right und back left. Okay, the note, ich lese es auf Englisch vor, ich habe keine Lust, das live zu übersetzen, aber wir besprechen es noch mal kurz. The note given to you in the warehouse office talks about a man's things, but more importantly provides a single clue to unlock the safe in the room. The clue is what is left and later is right and hell is back again. What hat auch 4 Buchstaben. Later hat 5 Buchstaben und Hell hat 4 Buchstaben. Gut, okay.
Also geht es nicht um die Buchstabenanzahl von dem Wort left, sondern vom Wort what. Das entspricht dann auch besser der deutschen Übersetzung, weil links und rechts, sowie left und right, sind nicht die Anzahl der Buchstaben, die wir zählen müssen, sondern what, later, beziehungsweise pein und leere. Egal. And those three words bolded. Ich finde, die sind nicht geboldet. Hier steht, die sind sowas wie fett gedruckt. Ist das auf Englisch so? Die sind nicht geboldet. Die sind nicht hervorgehoben oder so. Egal. Obwohl, es ist geboldet. Ihr seht das jetzt nicht so gut. Geboldet auf der Webseite. This note is almost nonsensical. Ja, das stimmt. Das macht nicht besonders viel Sinn. But it's the only piece of information you are given to open the safe. However, if you are familiar with the combination lock on the safe, it might make a little more sense. Ich bin nicht familiar mit the combination lock. Rotating combination locks like the one on the safe are opened by turning the dial to the correct number by turning left, right and back left. Woher soll ich das wissen? Haben wir das schon mal gemacht? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Egal. Which is what the clue describes. Unlike other puzzles in Alone in the Dark, the cryptic words in the clue don't relate to another clue that will provide the numbers, but instead you must simply count the number of letters in each word. Das ist es wirklich. Also 4, 5, 4. Ich muss sagen, das ist ein billiges Rätsel, aber gut. Höhe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Hä? Ich habe das so gemacht und jetzt? Noch weiterlesen. Ach. Junge, okay, ich soll es nicht viermal nach links drehen, sondern links rum zu 4. Warte, wo wissen die 4? 1, 2, 3, 4, da. Ja. 4, 5, 4. Oh, Junge, das regt mich auf. Das ist, also ich hätte es easy selber rausfinden können, das ist meine eigene Dummheit, aber es ist schon echt billiges Rätsel. Ich hatte gehofft, dass ich nur den Zettel nicht richtig verstanden habe und wir dann irgendwie in der Halle was finden müssen und auf den Kisten steht was drauf, aber es ist einfach nur Wörter, Buchstaben zählen und so. Und vor allem, wie soll man drauf kommen, dass man Buchstaben zählen muss? Also es ist halt ein zufälliger Fund für manche, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele Leute hergehen und sagen, ey, ist doch eindeutig, der Brief macht keinen Sinn, zählen wir mal Buchstaben und drehen dann random nach links, rechts, links, weil das scheint so zu sein in diesem Spiel. Das wird aber, ich kann mich nicht erinnern, dass das erklärt wurde. Wahrscheinlich liege ich falsch. Frachtmanifest. 19. September 1892. Prex Importgesellschaft hat geliefert. 4 Überseekoffer. Einen ägyptischen Sarkophag. Eine große Holzkiste. Eigentum des Bühnenkünstlers. Bekannt als der schwarze Pharao. Der in der Gallatin Street auftritt. Gut, der schwarze Pharao wird das sein, was wir uns als Schattenmann los vorstellen. Geht's! Das ist die Adresse, an der Jeremy dem Schattenmann das erste Mal begegnet ist. Und ich schätze, wir werden ihm auch begegnen. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht auch noch nicht in der nächsten Folge, aber wir werden erstmal zur Adresse gehen und dann ganz in Ruhe gucken, was es da gibt. Eigentlich wollte ich das als letzte Folge für heute machen. Aber wir sind gut im Flow. Vielleicht wird die nächste dann ein bisschen kürzer, aber ein bisschen weiter machen wir noch. Nicht mehr heute. Zumindest auch nicht, solange ihr keine Bewertung abgebt. Ja, das ist kein Zwang, aber es wäre schön. Vielen Dank auch und wir hören uns und sehen uns und tschüss.